Für das bevorstehende orthodoxe Weihnachtsfest hat der russische Präsident Wladimir Putin einen 36-stündigen Waffenstillstand in der Ukraine angeordnet. Damit kommt Putin einem Vorschlag des Moskauer Patriarchen Kirill entgegen. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak schrieb auf Twitter, dass die russisch-orthodoxe Kirche zuvor zum Völkermord an den Ukrainern aufgerufen hätte. Der Aufruf zu einem Weihnachtsfrieden sei eine zynische Falle oder Propaganda. Zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den russischen Staatschef aufgerufen, eine einseitige Waffenruhe in der Ukraine zu erklären. Während eines Telefongesprächs habe Erdogan gesagt, Aufrufe zu Frieden und Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew müssten von einer einseitigen Waffenruhe und einer Vision für eine faire Lösung begleitet werden, so das türkische Präsidialamt. Die Feuerpause in der Ukraine soll von Freitag 12 Uhr Ortszeit bis Samstagabend 24 Uhr gelten.